Ich bin Noemi Dekordienst. Wir sind hier im schönen Giswil und schauen auf den Sarnersee. Wir sind bei der Seilerkäserei. Herzlich willkommen bei uns. Ich arbeite seit Anfang 2023 hier. Unsere Käsereinummer ist 5969. Es ist ein Qualitätssiegel, die Swiss Cheese Awards, wo dann auch dem Konsumenten sagen, das ist ein guter Käse, den möchte ich jetzt einmal probieren. Ich finde es auch wichtig, dass es Konkurrenz gibt, dass man auch immer wieder neue Inputs gibt und dass man auch selber nicht das Gefühl hat, dass man stehen bleiben darf. Unser Käse zeichnet aus, dass er extrem gute Teigeigenschaften hat, hat einen super Schmelz. Das Schönste am Käseberuf ist für mich, dass man so nah am Produkt dran ist. Man hat etwas in den Händen, man sieht das Anfangsprodukt, man sieht das Endprodukt und man erlebt das Essen. Unser Vorteil daran, dass wir im Kanton Obwalden produzieren können, ist vor allem auch die lange Tradition, die es mit Brotkäse schon gibt. So hat sich das Rezept, auch, das wir schlussendlich unseren Raclette-Hof aufbauen, über mehrere Jahrhunderte können entwickeln und wir haben von dem können profitieren und somit auch unseren wunderbaren Raclette können machen. Was wir nach altem Rezept machen, ist die lange Zeit im Salzbad und vor allem nachher auch die lange Käsereifung in unserem Käsekeller und vor allem auch in unserem ehemaligen Militärstollen. Auf meinem Weg als Geschäftsführerin und als Lehrling begleiten mich vor allem meine Familie sehr stark. Neben diesen beiden Jobs habe ich nämlich auch noch eine einjährige Tochter und von dem her ist es extrem wichtig für mich, dass ich die Unterstützung habe, dass die Kinderbetreuung gesichert ist und ich mich so auch auf die zwei wichtigen Aspekte in meinem Leben kann konzentrieren. Der Prozess, wie wir unseren Käse auswählen, bleibt ein bisschen ein Geheimnis. Was ich aber erzählen kann, ist, dass wir nicht nur einen Käse ausprobieren, sondern mehrere und dann schauen, welcher Käse das jetzt der perfekte Schmelz hat, das perfekte Aussehen und den perfekten Geschmack. Und ich sage immer, wenn man mich fragt, wie ich mein Raclette esse, dann sage ich immer mit Freunden und ohne Raclette-Gewürz.